Augen und Ohren aufgesperrt, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der Ausgabe von Newcomer TV. Heute für euch mit Heavy Pleasure und Sunhouse. Als Band könnt ihr euch ganz einfach bei uns bewerben, damit auch ihr das nächste Mal hier bei uns in der Sendung seid, so wie Heavy Pleasure. Die vier Jungs aus Griesheim haben schon bei einigen Wettbewerben das Publikum verzaubert. Mal sehen, ob sie es auch bei euch schaffen. Ich bin der Yoshi. Ich bin der Tommy. Und wir spielen in der Band Heavy Pleasure. Hallo Newcomer TV. Also 18.000 Miles ist auch das erste Lied auf unserem Album und es geht darum, manchmal driftet man ja einfach weg und verliert sich manchmal so ein bisschen und findet dann auch wieder zurück und ja, darüber handelt der Song so ein bisschen, dass man manchmal ein bisschen wegdriftet. Dass man manchmal auch einfach flüchten will und dann einfach mal 18.000 Meilen und einfach rennt und ja. Auf einmal merkt, hey, ich bin 18.000 Meilen gerannt. Ja. Ja. Die 18 Jahre ist jetzt nicht so im Vordergrund. Die 18 Hauptsache, kamen einfach so, aber. Hauptsache man. Weg. Hauptsache weg. Hauptsache weg. Instead of being free, I dive into my sea. I feel free. No one knows me. No one knows that I try to find a way out of the circle. It's messing with my head. It's messing with my head. We'll be right back.
Circle. Ist es nicht sogar auch das zweite Lied auf dem Album? Ja. Naja, auf jeden Fall handelt es eigentlich auch davon, dass man, egal was alle Leute sagen oder irgendwelche Leute sagen, man soll immer sich selber treu bleiben und das machen, was man will und sich nicht von anderen Leuten beeinflussen lassen. Im Groben und Ganzen. Ja. Also das Lied Don't Be Afraid hat eigentlich so eine Message, dass man, ja, man soll nicht aufgeregt sein, man soll weitermachen, man soll immer einen Schritt weiter gehen, nicht stehen bleiben auf der Stelle und ja, einfach vorankommen im Leben. Einfach nicht, keine Angst davor haben, Schritte zu wagen, womit man sich schwer tut, sondern einfach mal diesen Weg gehen und gucken, was passiert und im Nachhinein ist man immer schlauer. Also bei Riding On geht's eigentlich, also eigentlich ist Riding On eine Liebesgeschichte, die sich um zwei Personen handelt, die ziemlich viele Probleme miteinander haben. Und letztendlich sagt das Lied einfach nur, dass egal wie viele Probleme man manchmal in Beziehungen jeglicher Art hat, es sich einfach lohnt, dafür zu kämpfen, weiterzumachen. Auch wenn man enttäuscht wird oder im Nachhinein alleine ist, aber ja, einfach. Wenn sich Zweifel aufkommen oder so, dass man nicht immer gleich den Kopf hängen lässt. Und dass man einfach dafür kämpft, für Beziehungen. Auch die nächste Band besteht aus 4 Jungs, spielt Indie-Rock und kommt aus der Stadt Kelkheim. Ich bin der Josh, ich bin 18 Jahre alt, bin Gitarrist bei Sunhouse. Ja. Alles klar, ich bin Luke, ich bin 18 Jahre alt und ich bin Sänger und Gitarrist bei Sunhouse. Ja, und wir sind 2/4 von Sunhouse. Genau. Whoa, whoa, whoa.
utopian dream. So come with me, let's change this fear. Ja, also gut, wir waren zuerst 5 Jungs, die Bandunterricht beim Cousin von einem Freund hatten. Das ging dann 1,5 Jahre oder so, waren wir in Unterliederbach im Bandraum. Und danach haben wir es halt entschlossen, selbst wieder weiterzumachen. Dann waren wir aber auch nur noch zu viert. Haben dann dann haben wir halt in der Schule im Keller ein halbes Jahr lang geprobt und dann hat da schon eine Umbesetzung gefolgt. Dann wurden wir von 5 Leuten halt auf 4 geschrumpft sozusagen, das war auch besser. Und dann haben wir eigentlich, seit 2013 machen wir dann, glaube ich, unter dem Namen Sunhouse jetzt unsere Musik. Ich würde erstmal sagen, das Wichtigste ist jetzt erstmal am Anfang so die Fanbase zu vergrößern, weil mittlerweile, mit Moment sind wir halt, also die Facebook-Likes, die sagen natürlich nicht so viel aus, aber im Moment die ganzen Leute, die zu unseren Konzerten kommen, das sind natürlich eher Freunde, die das wegen uns machen und nicht irgendwie, weil die Musik so unglaublich feiern. Und deswegen denke ich erstmal ein paar Städte, also andere Städte als Frankfurt, ein paar Konzerte spielen und dann mal vor allen Dingen eine EP jetzt aufnehmen. Und ich denke, das ist erstmal sozusagen der Businessplan. Plan, ja. Genau. It's all so fun. I
Wir haben auch Songs, wo vom Songtext her eigentlich kompletter Nonsens gesungen wird. Dann haben wir aber auch wieder welche, wo die Songtexte vielleicht mal ein bisschen tiefsinniger sind und da auch eine Idee hinterher ist und die sich durch den ganzen Song auch zieht. Also kommt halt immer drauf an, wie der Song sich so im ersten Moment sozusagen anfühlt und was die Idee dann dahinter ist. Und dann, genau, kommen dann dementsprechend die Texte auch tiefsinniger oder nicht so tiefsinnig rüber. Spart, ihr habt noch zum letzten Mal die Chance. Wenn auch ihr mit eurer Band bei Newcomer TV dabei sein wollt, bewerbt euch einfach mit einer E-Mail an folgende Adresse. Ganz zum Schluss
noch ein Clip, den die Band selbst hochgeladen hat. Meine Zeit für euch mit Aquamarin. Sie weint hier.